Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum EcoVax D-Bot Osmo 900, dem zweiten Staubsaugroboter, den ich bisher jemals überhaupt getestet habe. Den Osmo 900 habe ich jetzt eine gute Woche lang im permanenten Dauereinsatz gehabt. Ich habe den mehrmals täglich und in der Nacht aus der Ferne von unterwegs, aber auch wenn ich hier gewesen bin, fahren lassen und nicht nur staubsaugen, sondern der hat hier auch eine Wischfunktion. Also die Bude wurde hier kräftig gewienert. Warum kommt jetzt der Testbericht direkt schon nach einer guten Woche? Warum steht hier oben überhaupt Werbung oder Werbevideo? Weil die Jungs und Mädels von EcoVax haben gesagt, du Faultier, teste bitte unseren Roboter, aber mach das Video bitte bis diesem Wochenende. Wir wissen, das ist ein bisschen stressig und deswegen gibt es eine Aufwandsentschädigung, sprich, die haben Geld gezahlt hierfür das. Ich darf aber sagen, was ich hier möchte in dem Video und wie so oft kann ich euch versichern, mit der Kohle, die für dieses Video geflossen ist, Das machen wir wieder wie immer. Hälfte wird gespendet. Hälfte machen wir wieder eine coole Technik-Faultier-Irgendwas-Aktion. Da weiß ich derzeit noch nicht, was als nächstes großes Ding kommen wird, aber es wird was kommen. Aber nur um das direkt nochmal genau zu sagen, für dieses Video wurde Geld gezahlt. Ich darf aber sagen, was ich möchte. Ich bin von dem Ding wieder sehr angetan. Warum sage ich wieder? Ich meine, es ist wieder ein Staubsaugroboter und die Dinger machen die Arbeit für einen selber. Ich sag aber direkt vorweg, um kurzes Vorfazit, das Ding macht, was es soll. Aber auch der hier kommt beim Staubsaugen, sagen wir mal so, auf 90, vielleicht 92% der kompletten Reinigungs- oder des kompletten Reinigungsergebnis, wie wenn ich selber von Hand staubsaugen würde. Weil ich sehe ich dann immer noch, okay, da liegt das Körnchen noch und an der Stelle muss ich jetzt nochmal gehen. Der hier fährt wie alle anderen Staubsaugroboter sein Schema ab, ne, und dann sagt er, ich bin fertig. Natürlich kann man dann immer noch hingehen und den per App nochmal hinschicken und sagen, putz da bitte nochmal. Aber einfach so im normalen Alltagseinsatz ist von Handsaugen, ne, und Schrubben natürlich nochmal gründlicher, weil man einfach als Mensch sieht, da musst du nochmal ran. Beim Wischen gebe ich dem Ding aber, ich sag mal so, die Wischleistung ist hier besser als bei dem, den ich zuerst getestet habe. Einfach weil auch mal das Wischding nochmal größer ist und ich habe hier teilweise das Gefühl, der macht richtig nass. Dem fehlt aber auch, wie oft, ne, dieser Druck. Ne? Und auch wenn man dann eine Verschmutzung hat, dass da nochmal ne, mit Kraft, wie man halt als Mensch mit Hand nochmal wienern würde. Aber auch beim Wischen kommt der, also beim Feucht-Durchwischen, kommt der so auf ein Ergebnis von, sagen wir mal, 75% von dem, was ich von Hand machen würde. So, und das ist, wenn man, ich sag mal, einmal eine saubere Bude hat und dann den jeden zweiten, jeden dritten Tag staubsaugen lässt und, ich sag mal, einmal die Woche wischen lässt, ist das ein super schönes Ergebnis. Dann landet man vielleicht einmal im Monat oder so, muss man dann selber noch mal ein bisschen die Ecken machen oder oben auf den Fußleisten, da noch mal ein bisschen den Staub runterholen. Aber ansonsten nimmt das Ding definitiv die Arbeit ab. Von außen, er ist groß, so viel kann man ja schon mal sagen. Er ist, lasst euch nicht von den Rädern täuschen. Das Schöne bei diesen großen Rädern ist, die haben sehr viel Spiel. Also das Ding ist über viele Hindernisse gekommen. Nein, auch dieses Ding schafft es nicht, die Stufen rauf oder runter zu fahren. Aber für Türschweller überhaupt gar kein Problem. Und auch wenn man dickere Tech-Pische hat, wo der dann hochfahren muss, auch kein Problem. Also das ist sowas, da hüpft der dann einfach rauf. Also das ist, und vor allem der hat auch genug, was sagen wir, einfach mal Fahrbums, Bewegungsmoment, wenn er einmal, der rollt schon kräftig über Hindernisse drüber. So, von außen, ich sag hier, den gibt's in Schwarz und in Weiß. In Weiß sieht er meiner Meinung nach echt nett aus, aber ein Staubsauger, weil die Dinger wirbeln natürlich auch mal ein bisschen Staub auf. Das sieht man mit der Zeit. Also auch nach einer Woche ist hier so dann so ganz leicht doch nochmal die Staubschicht obendrauf, was man bei Weiß natürlich nicht so sieht wie bei einem Schwarzen. Das hätte darum wieder den Vorteil. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die Wahl hätte, ob ich vielleicht nicht mal Lust auf was Schwarzes hätte. Es gibt aber ein paar Abnutzungserscheinungen oder ein paar Schrammen. Und das schon nach einer Woche. Das ist hier vorne an diesem Hochglanz, ich will nicht sagen Klavierlack-Optik, ne? Aber das ist hier einer der Bumper, wo er dann immer gegenfährt. Und dann haben die hier halt so schwarzes Plexiglas vor den Sensoren, die da drunter nochmal sind. Und je nachdem, was das für Hindernis ist, kriegt der hier nur so kleine Kratzer rein. So, also das da an der Stelle vielleicht so als Hinweis. Aber ansonsten habe ich keine, also es ist ja ein Gebrauchsgegenstand. Und der fährt natürlich immer mal gegen Hindernisse, einen Tisch, einen Stuhl.
ein Stativ wie jetzt bei mir oder eine Wand oder eine Tür, weil der natürlich immer wieder versucht, in die Ecke zu fahren und der kommt immer wieder. Und das ist so Kategorie wieder, ne? Man steht da, man ist ein Hindernis und der denkt sich, ich muss da jetzt aber rein. Der ist etwas, nicht rabiat, das trifft es nicht, aber der ist sehr bestimmend, dass der auch einem Tisch oder einem Stuhl versucht, dir das mal klar zu machen. Ich habe hier einen Job zu machen, ich muss da jetzt an dieser Stelle staubsaugen. Guck doch mal, können wir uns nicht einigen, kannst du dich vielleicht nicht doch mal ein bisschen Stückchen bewegen? So, also das vielleicht als Hinweis. Ich habe aber um meine Möbel, und das ist ja oft guter schwedischer Pressspan mit leichter Lackfolienbeschichtung, da sind keine Kratzer reingekommen. Also so ist es nicht. Das wirkt vielleicht hier und da, wo man denkt, oh Gott, ne? Aber nein, das auf keinen Fall. So. Wischergebnis, also oder Staubsaugergebnis, habe ich gesagt, 90% so im Schnitt. Wobei ich ganz klar sage, das hier ist eher was für einen Laminatboden, also für flache Böden. Teppich geht auch. Kurzer Teppich, überhaupt gar kein Problem. Da hatte ich auch ein richtig schönes Ergebnis. Dickere Teppiche oder Langhaarteppiche, Flocatis oder sowas, könnt ihr, also Flocati auf gar keinen Fall, ne? Das ist dann hier spätestens bei den Dingern, das verheddert sich da. Nein. Also, aber für normale Laminatböden auch Fliesenstaub saugen, kein Problem. Also, das ist sowas, das funktioniert. Also, normale Saugleistung haut hin. Wischleistung, ich habe hier hinten meinen Tank, ich habe einen großen Tank, den kann ich dann einmal auffüllen. Unten, dann habe ich hier das Tuch, ich habe noch ein Ersatztuch dabei, ich habe auch Ersatzbürsten bei dem Ding dabei. Ich kann mir sogar in der App anzeigen lassen, Pi mal Daumen, wann das Ding meint, ne, nach wie viel Benutzerstunden oder nach wie viel Einsatzstunden sollte man das Zeug dann wieder wechseln. Aber vom Wischen auch ein solides Ergebnis, wobei auch, er kommt halt nicht 100 pro in die Ecken beim Wischen. Da ist halt dann immer so ein Rahmen, sagen wir mal so 2 Zentimeter ist es schon, die ja beim Wischen nicht komplett an die Fußleiste rankommt. Beim normalen Saugen haben wir es so, unten ist natürlich die Saugeinheit mit Bürste. Die Bürste kann ich auch ausbauen. Ich kann da auch das Ding oben mit so einem Aufsatz, dass er halt nicht mehr die Bürste hat, was weiß ich, wenn man Hundehaare oder sowas hat, die sich dann da drin verheddern könnten, dann hat man nur so einen Saugaufsatz. Und ich habe auf jeder Seite einmal so eine rotierende Bürste, die dann versucht, den Schmutz aus den Ecken da unten runter zu karren. Das funktioniert erstaunlich gut. Es passiert aber hin und wieder, das sage ich dann auch, dass wenn man größere, ich will nicht sagen Papierschnipsel, wenn man so einen größeren Plastikschnipsel, wo, wenn diese rotierenden Bürsten nicht da wären, der einfach drüber fährt, das einsaugt und es wäre weg. Es kann immer wieder mal passieren, wenn man dann so ein Schnipselchen hat, dass diese Bürste genau im falschen Winkel das Ding trifft und es erstmal so ein, zwei Meter, naja, an eine andere Stelle auf dem Boden gepustet oder gestoßen wird. Und dann kommt er irgendwann nochmal und dann fährt er halt so rüber, dass da nicht gerade die Bürste ist und dann saugt das ein. Konnte ich halt alles hier beobachten. Also auf jeden Fall Staubsaugen, solides Ergebnis oder gutes Ergebnis und feucht durchwischen, ein solides Ergebnis. Lautstärke, man hört das Ding. Es ist ein Staubsauger. Es ist deutlich leiser als ein normaler Staubsauger, den wir alle so kennen. Aber es ist ja auch, man hört es. Also jetzt nicht damit erwarten, so nach dem Motto, ich kann bequem Fernsehen oder Musik hören, wenn der im gleichen Zimmer gerade seine Arbeit macht. Wenn der im Zimmer nebenan macht oder wenn ich 2 Zimmer weiter bin, gar kein Problem. Aber im selben Zimmer würde ich zum Beispiel, oder telefonieren. Nein, das Ding im Nebenzimmer und dann telefonieren, ja, könnte man noch machen, aber im gleichen Raum definitiv nicht. Ich habe hier nur 2 Saug-Einstellungen, normal und maximal. Da gibt er dann nochmal mehr Bums, also nochmal mehr. Aber einen leisen Modus habe ich hier zum Beispiel nicht. Akkulaufzeit, drücken wir es mal besser so. Also ich glaube, Ecovax gibt das Ganze so mit, ich glaube, 100 Minuten an. Das wären ja gute 1,5 Stunden. Ich gebe ihm eine gute Stunde. Rechnet einfach mal mit einer guten Stunde, wenn der normal arbeiten muss. Ne? Und das ist was bei mir, sagen wir mal, für 3 Zimmer plus Bad plus Flur, kriegt der da in einem Schwung normal mit hin. Sagen wir jetzt einfach mal so, ne? 65, 70 Quadratmeter so rum. Gar kein Problem, das schafft der locker mit einer Aufladung. So, was ist, wenn zwischendurch dann doch mal der Akku leer geht? Dann flitzt der erstmal wieder zur Ladestation, lädt sich auf und macht dann den Rest. Also auch das funktioniert an dieser Stelle, gar kein Problem. Ich habe hier, wie gesagt, auch wieder mein Radar. Ich habe natürlich wieder in der App, der erstellt mir natürlich jedes Mal eine Karte. Und ich habe dann auch in der App die Möglichkeit zu sehen, wo ist die Basisstation, wo befindet sich der Osmo 900 gerade,
Ich habe hier auch wieder problemlos die Möglichkeit, ich kann Zonen angeben, wo er nicht hinfahren soll. Oder ich habe hier, kann Zonen einstellen oder meine Wohnung oder mein Haus in unterschiedliche Zonen einstellen, die dann auch unterschiedlich gereinigt werden sollen. So nach dem Motto, jedes Zimmer ist eine Zone und dann kann ich sagen, das ist das Spielzimmer, wisch da besser mal doppelt so gut durch und beim anderen halt reicht einfach oder sowas. So und dann natürlich auch wieder diese No-Saug-Areas oder No-Wish-Areas, weil da ist dann die Treppe oder da liegt der Teppich. Warum sollte ich das, sollte man dass er den, wollen, dass er den Teppich nicht wischt? Aus dem einfachen Grund, er macht hier keine wirkliche, er hat zwar eine Teppichfunktion, das kann man auch in den Einstellungen einschalten, wo dann steht, wenn das Ding einen Teppich erkennt, dann soll der stärker putzen oder saugen, weil es ist ja ein Teppich, da ist mehr, ne, da ist mehr Raum, mehr Volumen, da muss man halt gründlicher sein auf einem einfachen Holz- oder Laminatboden. Da gehst halt einmal rüber, hast du den Staub beim Teppich, musst du hier und da noch was arbeiten. Wenn man den aber in den Wischer oder den Wassertank auffüllt und den Wischer dran steckt, dann erkennt die App sofort, ich bin jetzt im Wischmodus. Ja, ne, dann geht ja die Wasserpumpe an und das Tuch wird immer nass gehalten. Das funktioniert auch und es kommt echt genug Wasser raus und der Tank ist groß genug. Ja, aber er fährt dann trotzdem, wenn man es nicht ihn verhindert, also wenn man sich da hinstellt und sagt, du fährst jetzt nicht über den Teppich oder wenn man halt in der App keine No-Wish-Area oder No-Saug-Area einstellt, dann hat der auch hier gar kein Problem mit dem feuchten Wischzeugs über den Teppich zu fahren. So, wenn man das aber weiß und deswegen sage ich das hier so deutlich, ne, dann sagt man einfach, lässt man den erstmal, vor allem jedes Mal, wenn der startet, guckt der, hat sich was an meiner Umgebung verändert, dann geht er hin und misst einmal komplett sozusagen neu den Raum aus. Beim ersten Mal fängt man nicht mit dem Wischen an, lässt die Karte erstellen, der speichert die Karte von dem Zimmer oder von der kompletten Wohnung dann auch und dann macht man da die Zonen, wo dann die Teppiche sind und wenn man dann wischen möchte, dann sagt man halt, dann wischst du den Teppich bitte nicht. So, das funktioniert. Der Saugbehälter, der gefällt mir gut, vor allem das ist wieder was, wo er sich, ne, ich sag mal, ist ja, so viel Erfahrung habe ich ja noch nicht mit Saugrobotern, aber der hier gefällt mir gut. Nummer eins, er ist groß genug, ich habe meinen Luftfilter, ich habe nochmal einen zweiten Luftfilter dabei und vor allem kann ich ihn problemlos schnell vorne komplett aufmachen, entleeren und wieder reinmachen, ohne dass ich hier irgendwie Staub frickeln muss, da vielleicht noch mit dem Finger rein oder sowas. Nein, ne? Ich finde den Staubbehälter problemlos groß genug, wenn man normal wischt oder wenn man, was weiß ich, mal einen Monat hat im Urlaub und dann kommt, muss er wieder ran sozusagen. Das reicht locker für eine normale Wohnung, wobei, wie gesagt, ich habe keine Haustiere hier. Also so ein Haartest fehlt mir jetzt, aber vom Tank, also oder vom Saugbehälter rausmachen, leeren, reinpacken, alles problemlos. So, also das ist das, was alles funktioniert. Aber bei der App so ein bisschen, und mit der Steuerung. Ich habe auch die Möglichkeit, ihn ohne App zu steuern. Dann habe ich hier die eine Taste und kann dann sagen, wenn ich hier drauf drücke, dann fängt er automatisch an, sozusagen den Raum zu machen und fährt halt einfach los. Das heißt, ich muss nicht immer das mit dem Smartphone machen. Mit dem Smartphone habe ich mir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich habe viel mehr den Überblick. Ich kann das Ding dann auch umbenennen. Ich habe ihn Rambo genannt, weil er doch ein bisschen rabiat hier und da ist. Und es gibt natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, man kann die Sprache ändern auf Deutsch und falls er sich mal verlaufen hat oder man findet ihn nicht mehr oder hat sich gut versteckt, auch hier kann man ihn wieder suchen lassen. Roboter befindet sich hier. So, und dann sehen wir ihn und dann, da bist du, wenn man da kein Fähnchen dran machen möchte. Ich habe ja immer vor, zwei Saugroboter gegeneinander kämpfen zu lassen. Saugrobot Wars. Aber das ist wieder was anderes. Was wollte ich sagen? Sprachsteuerung geht auch. Und das ist auch das, wo ich mir denke, ein bisschen mehr vielleicht gleich auch nochmal schön. Ich habe die Wahl mit Google und mit Amazons digitalen Lautsprecherassistenten. Das Ding auch zu steuern. Wobei, steuern ist jetzt ein bisschen viel verlangt, weil ich habe da nur die Möglichkeit zu sagen, Sprachkommando, saug und stopp oder hör auf zu saugen. Und dann fährt er halt wieder zurück zur Basisstation. So, das ist, aber auf jeden Fall, ich habe es halt nicht mit Google, ich habe es mit Amazon getestet. So, funktioniert auch, gar kein Problem, aber ich kann halt nur sagen, fahr los oder fahr halt Stopp saugen und das war's. Ich kann da leider, und das wird mir auch noch ein bisschen fehlen, dass ich dann so sagen kann, ne, mach Zone 1, mach Zone 2, mach Zone 3 oder sowas. Ich kann das Ding auch per Timer ich kann es unterwegs fahren lassen, so nach dem Motto, ich habe jetzt lange nicht mehr gesaugt und das fällt mir jetzt spontan ein. Ich kann aber auch feste Uhrzeiten die einfach vergeben, wo er dann selber saugt. Ne? Das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck dieser Sachen. Die sollen ja eigentlich nicht saugen, wenn man zu Hause ist. Wobei es mir natürlich auch immer sehr viel Spaß macht, dem einfach beim Arbeiten zuzugucken.
Okay, seien wir ehrlich, so 2-3 Minuten gucke ich dann gerne zu, dann wird es auch langweilig. Ne? Aber dieses befriedigende Gefühl, man muss nicht selber saugen, ist schon schön. Und also, ne, man geht aus der Tür und der saugt dann, wenn keiner zu Hause ist. So, und das hat der hier auch gemacht. So, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Das war es jetzt einfach. Jetzt haben wir die Sache mit dem Preis. Kostet 400 Euro, gibt es hier und da auch wieder schon günstiger. Und sag mal so, den anderen, den ich getestet habe, war auch 400 Euro. Und ich hatte ja bis vor 2,5 Monaten noch nie einen Staubsauger. Und es ist definitiv eine Kategorie, jetzt würde ich nicht mehr ohne wollen. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, das ist einfach schön. Und auch jetzt hier der D-Mod Osmo 900, der hat seine Arbeit erfüllt. Ne, saugen klappt, wischen klappt, Bedienung per App klappt. Bei der App sage ich, hier und da könnte noch ein paar Funktionen, das, was ich gerade aufgelistet habe, könnte noch zusätzlich kommen. Dann kann man, Luft nach oben ist noch da. Aber vom Ergebnis bin ich zufrieden. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!